So, und damit herzlich willkommen zurück zu den letzten Aufräumarbeiten unserer Dachproduktion. So. Was? Was initialisiert eigentlich da so lange? Die Blöcke sind doch schon da. Nee, nee, nee. Spaß. Ich weiß natürlich, was er da initialisiert. Das war jetzt eher so. Egal. Man glaubt mir sowieso kein Wort, was ich sage. Ich kenne euch doch. Diese Jugend heutzutage. Sie ist so gnadenlos. So, du kommst dahin. Ja, das war jetzt super. So, wo war eigentlich das Haus mit der Blume? War das das Haus hier? Ja. Dann mache ich das mal erstmal hier manuell. So, perfekt. Ja, hier komme ich jetzt natürlich auch nicht mehr rein. Das heißt, ich muss immer hier von der Tür anfangen. So, hier ist die Blume. Und das meine ich jetzt nicht sexual erregend, sondern einfach, es ist eine Blume. Ich hoffe mal, das erkennen alle. Guten Tag, die BSR ist da. Bitte stellen Sie Ihren Dreck raus. Wäre aber wirklich so geil, wenn es immer so eine BSR gibt, die einfach so das, so weiß ich, so alte Mörtelreste und Dreck so direkt von der Haustapete abkratzt. Ach ja. Zum Glück geht das Abbauen relativ schnell. So, jetzt fangen wir noch mal hier vorne an. Mit dem Dach und dann. Geht doch ratzfatz hier. Schönes Ding, schönes Ding. Finde ich geil. So, noch zwei Häuser und dann haben wir alles geschafft. Dann sind die Häuser perfekt. Aber guck mal, wie schön das aussieht. Ist das nicht geil? Ist das nicht perfekt? Ist das nicht genau so, wie es sein sollte in einer Gesellschaft mit kleinen Häusern? Fragezeichen. Ich weiß nicht. Voll halt witzig, dass ne, diese ganzen Schrägen und die ganzen Slabs und Stairs immer auch das Licht durchlassen. Weswegen man hier nicht mal eine Beleuchtung braucht, sondern es halt einfach so schon hell ist. Ist schon ein bisschen funny. Das sind quasi diese neuen Dachziegel, die lassen, gibt es ja Schuhe, die Sauerstoff durchlassen. Und das sind halt Dächer, die Licht durchlassen. Super modern, super modern. Das ist das neue Geheimrezept. Da hat man quasi nicht nur Gestein, sondern hat Gestein und ein bisschen Glas reingemischt. Und dann noch ein bisschen Magie. Und damit. Magic. So. Okay. Jetzt wäre die nächste große Herausforderung, auf der Seite tatsächlich Felder anzulegen. Erstes Problem dabei: die Kisten müssten weg. Und dafür müsste ich aber ausräumen. Und das ist mir zu viel Arbeit. Deswegen mache ich sie erstmal voll. Damit ich sie dann besser ausräumen kann. Macht keinen Sinn, ist aber scheißegal.
Weißt du was, so Werkzeuge und den ganzen Scheiß hier, ne, den packe ich mal komplett in die separate Kiste hier. So, und jetzt räumen wir eine Kiste nach der anderen aus und bringen deren Inhalt in unser kleines Hütchen. Hat genau gepasst. Easy. Oh, wir sind schon wieder verhungern. Ja, das war ja wieder Herz allerliebst. Ups, scheiße. Das letzte Mal klicken war zu viel, das war nicht geplant. Egal. Dein Glück, Apfel, dass mein Inventar voll war. Aber dieses Glück wird dir gleich entfallen sein. Und auf dem Weg zurück geht mir der Platz aus. Scheiß jemand an. Gut, die normalen Blätter packen wir mal raus. Da haben wir die andere Kiste für. Wobei die auch schon fast voll ist. Kacke. Wir haben zu viele Blätter. Mach mal nur. Ja. Zum Glück gibt es Alternativen. Tada! Da ist überall noch Cleanstone drin in die Kiste, habe ich gerade gesehen. In den Öfen. Eine Kacke auch. Überall liegt irgendwelcher Scheiß rum. Das kann doch nicht gesund sein. Upsala. Erst habe ich ein Mikrofon rumgerissen. Ich hoffe, mir ist keiner gestorben von. Und wenn doch, sterben ist ungesund. Warum ist das eigentlich? Das müsste eigentlich. Ah, nee, doch nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich wollte gerade sagen, dass das hier in der Kiste sein müsste, aber. Kompletter Schwachsinn, kompletter Schwachsinn. Eine Aussage, die ich offiziell annullieren muss. Ja, wenn man so schon sein Inventar voll hat, ist das der beste Zeitpunkt, um noch mehr Sachen zu pflücken. Ist so. So, können wir auch gleich noch hier Kakao-App ernten. Ist doch easy, easy. Sehr schön. So, Kakao an die Macht. Wo ist denn der Kakao da? Warum war der Kakao so weit oben? Hatten wir hinten, er hat da hinten in die Kisten Kakao drinne gehabt? Kann das sein? Ist das möglich? Sehr geil das Ganze. Sehr geil. Jutchen, dann Holz, Holz, ja, Holz, 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 Grünzeug, 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 naja, mehr oder weniger Grünzeug. Eigentlich nicht wirklich, aber okay. Okay, dann Nahrung, 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 Nahrung. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und der Rest kommt in die Wertstoffkiste. Perfektion. So. Was? Oh. Was hier passiert? Da ist ja einer liegen geblieben.
Okay, jetzt ist die Kiste auch leer. Sehr schön. Und dann kommt jetzt der ganze restliche Schund da. Okay, ich mache erstmal die ganze Erde hier. So. Sonst wird das mit dem Platz nämlich ein bisschen knapp. Und dann würde ich mal sagen, wir packen noch mal die ganzen großen Kladderatsch denn mal komplett in... Ach komm, ist nicht egal. Wir packen die ganzen großen Kladderadatsch. Was soll ich denn jetzt sagen? Genau, den ganzen großen Kladderadatsch, also so die ganze Erde, den ganzen Sandstein und die ganze Scheiße, was wir jetzt hier so eingesammelt haben mit der Zeit, dann gleich mal ins Lager. Da freut sich das Lager, wir freuen uns, weil wir mehr Platz haben. Da haben also alle was davon. Alle. So. Schwupsdawups. So, hier kommt rein. Das auch. Ne, wobei, nein, das ist Holz. Das hier ist auch Holz. Das? Nämlich. Okay. So, und hier kommt rein das. Wobei, ne, den Kies können wir auch gleich mit ins Lager schmeißen. Der bleibt hier. Das kommt da rein. Das kommt da rein, damit wir ein Stack vor Ort haben für Eventualitäten. Dann kommt rein gar nichts. So, hier kommt dieser ganze Schwanzpenis-Kackgedöns rein. Das Brot kommt einfach mal damit rein. Oh, halt, hab ich was vergessen. So, und ja. Was kommt jetzt hiervon noch alles ins Lager? Ich würde mal sagen, Silbersandstein auf jeden Fall. Sandstein auf jeden Fall. Alles andere kann hier drinne bleiben. Wüstensandstein auch. Okay. Na dann auf. Ach, siehst du, wir wollten roten Sandstein. Also hier, Desert. Dessert. Ne, also diesen Wüstensandstein und Wüstensand wollten wir auch noch eigentlich in der Wüste abbauen. Haben wir es komplett vergessen. Na egal. Stört keinen. So. Oh. Wir haben ja für Sandstein noch gar keine Fächer gemacht. Ah. Interessant. Gut, dann lassen wir die also erstmal außen vor. Packen wir die erstmal nach hier unten. Machen aber dafür, packen schon dafür schon mal die ganzen Kies hier rein. Und zwar hier. So, und jetzt kommt der ganze, ja, halt alles andere. Ja, warum ich das mache, hat einen ganz einfachen Grund. Das war dumm. So. Und jetzt kann ich nämlich das hier oben benutzen, um ein... das quasi als Hot Swap zu benutzen. Dabei musst du natürlich nochmal weg. Du störst da oben. Du kannst auch weg. Und du kannst auch weg. So, dann haben wir hier unten nämlich das ganze Scheiß, was erstmal nur stört. Und hier oben haben wir das, was wir direkt ins Lager schmeißen können. So. Und jetzt können wir nicht einfach so machen. Klick, 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 klick. Wupp. Klick, klick, klick. Okay, das war jetzt hier so. Klick. Und jetzt einfach wieder. Klick, 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 klick. Tada! Magie!
Nicht zu verwechseln mit Maggi. Mit Maggi. So. Das eine ist Maggi, das andere ist. Upsala. Das andere ist was zum Essen. Oder, naja, nicht direkt zum Essen. Das dürfte ganz schön im Mund brennen. Und danach dürfte dann der Magen brennen. Aber es ist zumindest etwas, um Gerichte zu verfeinern. So, was haben wir noch? Achso, ist ja klar, den ganzen anderen Sand hier. Wenn wir irgendwas so viel hätten wie Sand. Na, dort zum Beispiel. So, tup, tup. Jetzt kommt der nächste Tasche. So, da haben wir dich und dich und dann dich und 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 dich. Ach, komm jetzt. Lalalala, lalalala. Nein, ach man. So. Perfekt. So, mit den ganzen Sandstein, dann müssen wir mal gucken, was wir damit jetzt machen. Ob ich da tatsächlich sage, okay, dann opfern wir doch noch mal hier ein paar Schubfächer und füllen die mit Sandstein und so gedönst. Weil zwei Fächer haben wir noch sowieso noch frei, ne? Dann machen wir die einfach mal so und packen da denn das ganze Scheiß rein. So, perfekt. So. Ja, die paar Blöcke hier, die können wir tatsächlich einfach so lassen. Die schmeißen wir dann wieder bei uns in die Kiste mit rein. Also bei uns bei unserem Haus da hinten. Und dann sieht das so eigentlich schon mal relativ gut aus. Das mit dem Lager wird doch langsam mal. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Ich würde das halt gerne noch ein bisschen besser sortiert haben. Weil es ist halt so schon ganz schön scheiße. Okay, komm, weißt du was? Ja, das wird jetzt hässlich, ich weiß. Aber was sein muss, muss sein. So. Oh mein Gott. Das wird richtig hässlich. Ist die Maschine rein zufälligerweise ausgeschalten? Ja. Maschine ist aus. Sehr schön. Siehst du, ich bräuchte auch noch einen Unterbrechungsschalter, der die Maschine nicht nur aktiviert, sondern auch deaktivieren kann. Jetzt kann ich nicht dich, Michael, als Zwischenlager benutzen. So, ungefähr. Und jetzt muss man überlegen. Auf jeden Fall zuallererst. Der Scheiß kommt da oben rein. Braucht keiner. So, ich würde nämlich jetzt gerne. Ach, der kleine Katze kommt da auch noch raus. Und schon ist die Kiste voll. Danke dafür. So. Und zwar. Wie folgt. Der Sandstein. Ich mach mal anders. Der Sandstein hier kommt nach da. Der Sandstein. Sandstein, genau. Kommt nach da. Der Sandstein kommt nach da und die jeweiligen Sanddinger, die kommen dann direkt daneben. Gott, mein ganzes Inventar ist voll. Was ist denn hier los? So. Ja, das war dumm. Ich hätte vielleicht einfach. Egal. Ich hätte einfach immer nur so viel mitnehmen sollen, wie meine obere Reihe reinpasst. Wäre schneller gegangen. Jetzt muss ich immer manuell umschöpfeln. Och, Alter. Warum gibt es eigentlich keinen Reorganisier-Button? Der. Wo, hallo? Dankeschön. Einfach so ein Button, wo, wenn man raufdrückt, einfach alles hier nach oben gedrückt wird. Sowas wäre nice. So, na, noch ein bisschen.
Oh, Alter, was ist denn hier heute los? Hier muss ja vorsichtig sein, wie beim, weiß nicht was. Ich wollte gerade was sagen, wofür man mich wieder verklagen könnte. Habe ich zum Glück früh genug gemerkt. Hallo? Oh, ist voll. Ah, ist voll. Ist voll. Oh, das ist ja nicht so gut. Dankeschön. Dankeschön. Dann müssen wir ein bisschen umverteilen. Willst du dich jetzt eigentlich verarschen? Das Problem beim Mindtest ist, sobald es ein bisschen hängt, ist die Bedienung im Menü Katastrophe. Halt, nicht über die gleichen Fehler machen hier. Hab zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Naja, nicht ganz rechtzeitig, war schon zu spät, aber. So, geht's nämlich gleich viel einfacher. Wow, Alter. Arschgeburt. So, wenn wir hier wahrscheinlich auch gleich ein Upgrade brauchen. Dann packen wir den schon mal hier rüber. So. Heilige Scheiße. Was sind das eigentlich für Upgrades? Ein Fünffach-Upgrade. Na gut, das reicht erstmal. Das sollte erstmal reichen. Ich meine, die untere Kiste, die ist schon zu... Oh ja, Viertel gefüllt. Das heißt, wir können 12.000 Blöcke reinpacken. Das sollte erstmal reichen. Und wenn nicht, Obsidian haben wir echt noch mehr als genug. Das heißt, da nochmal ein paar Upgrades dran nachzufeuern, wäre auch kein Problem. Weder technisch noch ethisch. Na gut, ethisch schon. Ich meine, wer könnte bitteschön, ne, in so einer Kiste einfach mal 12.000 Kubikmeter Sachen reinpacken? Wollen wir mich draußen nicht verarschen? Hier sind Schwanz-Penis-Apothesen. So, die Sache ist jetzt folgendes. Ich würde gerne, um ein bisschen Ordnung zu wahren, nee. Geh mal brav zurück. Du kommst erstmal nach unten. Na. Ich weiß nicht, wie ich das sortieren soll, ohne dass es, ne? Also ich will es ja einigermaßen in Gruppen sortiert haben. Ich glaube, das wird mir nicht ganz gelingen. Deswegen mache ich es einfach mal wie folgt. Der untere Kasten, der hier wird gesperrt. Sein Upgrade kommt dafür mit nach da. Jetzt kommt die ganze Erde eins nach unten. Der, ne, weil Erde hat halt nichts, was irgendwie mit dazugehören könnte. Sinnvollerweise. Deswegen ist der Kasten daneben einfach mal gesperrt. Da draußen die Hunde, die regen mich gerade so hart intern auf. Ich meine, mein Fenster ist ja offen. Und mein Fenster scheint auch genau in die richtige Richtung. Ja klar, scheint. Mein Fenster ist auch genau in die richtige Richtung. Ich hätte jetzt so gerne einfach mal ein Sniper-Gewehr. Also eine Sniper. Und würde einfach mal anlegen, zielen und... Jetzt auch meinetwegen nicht mit echter Patronen, aber wenigstens so mit, weiß nicht, Betäubungsdingern, die Dinger einfach mal für eine Stunde ruhig liegen. Einfach mal für eine Stunde Ruhe. Nee. Digga, wie viele noch? Ah, ist ja schon leer. Ha, das ging auch schnell. So, jetzt kommen die Dinger nämlich in die entsprechend frei gewordene Lücke. So.
Nee. So. Und das jetzt dann daneben. Und die Sachen, die sind da sowieso so ganz anders. Die können also auch in einen neuen Behältnis kommen. Hier zum Beispiel. Das ist kein Problem. Da stört sich keiner dran. Und wenn doch, selber schuld. So, wunderschön aufgeräumt. Wirklich wunderschön aufgeräumt. Da komm jetzt mal. Perfekt. Zeddys Perfektion in der Aktion. Okay. So, und die restlichen Stöcker, die ich jetzt noch habe. Hallo? Da. Die packe ich einfach hier mit rein. Nein. Reinpacken, nicht rausnehmen. So, jetzt müsste die Kiste eigentlich leer sein. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Tja, also bald, ne, wenn es so weitergeht, meine paar leere Kisten haben wir hier noch. Aber ich glaube, bald müssen wir hier echt noch anbauen. Dass das Lager so schnell ausgelastet ist, hätte ich jetzt echt nicht für möglich gehalten. Ich meine, gut, eigentlich ein bisschen selber schuld, weil eigentlich könnte ich hier bei manchen Sachen auch durchaus so eine Vierfach-Dorwa hinbauen. Hier zum Beispiel die Dinger könnte man alle wunderschön in einen Vierer packen. Ich habe jetzt für alles einer genommen. Das ist eigentlich ein bisschen Platzverschwendung, aber ich habe es halt lieber, dass die Icons so schön groß sind, sodass man es auch gleich von Weitem super gut erkennen kann. Und bei diesen Vierfach-Dorwan, da werden halt die Icons da hinten, wenn man hier vorne so steht, halt schon extrem klein. Und so habe ich halt lieber, so hat man einen besseren Überblick. Ja, finde ich. Ich finde es halt einfach so viel schöner. Von Optik her. Viel schöner. Von daher lasse ich das auch so. Das heißt, wenn wir echt Platzmangel bekommen, dann müssen wir halt irgendwie anbauen. Entweder packen wir dann noch ein Lager, ne, 1:1 und gleiches Lager nochmal daneben. Oder wir verlängern das Lager nach hinten, wobei ich da irgendwie dagegen bin, weil das wird optisch scheiße aussehen. Deswegen, also wenn, dann bauen wir einfach so ein Lager hier nochmal hin. Übrigens müssen wir auch langsam unseren Weg hier weiterbauen. Der ist hier irgendwie, ne? Der sollte eigentlich zu der Mine führen, aber irgendwie ist er hier immer noch so Baustelle. Den habe ich mittlerweile komplett vergessen. Gekonnt. Na egal. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt auch wieder vollen Schluss, weil mehr lohnt sich jetzt hier nicht mehr. Warum ist eigentlich meine Sichtweite so niedrig? Was ist denn hier los? Warum habe ich das denn gemacht? Sieht schon besser aus. Gut. Nebel ist kacke. Was ich sagen wollte. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, nächste Folge gucken wir dann, ob wir da hinten anfangen mit Feld bauen. Müssen wir gucken. Gut, jetzt mache ich erstmal Folgenpause und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.